Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Andrea mal wieder. Hallihallo aus Andalusien von andreawirk.com. Und heute möchte ich nochmal auf den Seelengarten eingehen. Ich hatte ja vor ein paar Tagen ein Video gemacht zum Seelengarten, das verlinke ich euch hier oben. Wo ist es? Hier oben und auch unten in der Textbox. Und heute möchte ich nochmal ganz, ganz, ganz konkret auf die Übung Seelengarten oder Garten, innerer Garten eingehen. Weil das ist eine ganz tolle Übung und ich hatte das Video ja sehr spontan gemacht und ich wusste nicht mehr so genau, wie die Übung geht. Und sie hat mich, und ich habe das, glaube ich, 1 oder 2 Jahre lang gemacht. Und das ist so eine tolle Geschichte. Man kann diese Übung, Seelengarten, ich nenne sie jetzt mal so, super genial zum Meditieren nehmen. Ja, für die Leute, die nicht so meditieren können, wie man das, also das, dieses klassische Meditieren, wo der Kopf ausgestellt wird. Ich hatte ja zum Thema Meditation schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch dann auch hier und in der Textbox. Und für mich ist Meditation ja nicht unbedingt den Kopf ausstellen, sondern aus dem Alltag rausgehen, in sich hinein spüren, in die eigene Stille. Und dieser Garten, von dem ich euch erzähle habe, dieser innere Garten, das ist eine ganz tolle Übung, um dann zu sich zu kommen, bei sich zu sein, in seinem eigenen Garten zu gehen und einen kleinen Retreat zu machen. Das ist dann sozusagen in die Stille gehen, ja? Und das ist eine ganz tolle Meditation im Prinzip oder ja, wie man es nennen möchte, Retreat, ein innerer Retreat. Und von dem möchte ich euch heute erzählen. Aber als erstes möchte ich euch gerne heute das Buch vorstellen, wo das drin steht. Ich werde aber unten eine Zeitmarkierung machen. Wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, dann könnt ihr direkt zur Übung switchen, ja? Also das Buch, was ich, wo das, diese Übung drin ist, ist eins von 3 Büchern, was ich tatsächlich mal komplett durchgearbeitet habe, ja? Und das nennt sich Begegnung mit dem verborgenen Ich. Und das ist von Serge King. Serge King, und das ist ein hawaiianischer Schamane, ein Kahuna. Und er erzählt hier so ein bisschen von ein paar Sachen von dem schamanischen Schamanismus, der für mich ein sehr praktischer Schamanismus ist, den man sehr, sehr gut in den normalen Alltag einbringen kann. Das ist für mich gelebte Spiritualität. Ich weiß nicht, ob der Serge das von sich aus so praktisch rüberbringt oder ob. Weil es gibt auch andere Autoren, die über das Huna schreiben oder ob es tatsächlich so ein praktisches Ding ist. Ich glaube, es ist grundsätzlich ein praktisches Ding, was man anwenden kann. Es gibt verschiedene Dinge da in diesem Schamanismus, die man super genial in den europäischen normalen Alltag einbringen kann, ja. Und das finde ich ganz toll an dem hawaiianischen Schamanismus, der sich Huna nennt. Habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Und dieses Buch ist eine unheimlich schöne Einführung. Ja, das ist aber auch schon nicht mehr aufgelegt. Ich glaube, das ist von 85. Ich habe die Auflage von 2003 und ich hatte sie mir damals auch gebraucht gekauft, aber vielleicht wird sie auch wieder aufgelegt. Also Begegnung mit dem verborgenen Ich kann ich sehr empfehlen, der sich mal mit einem bisschen anderen Aspekt von Spiritualität auseinandersetzen möchte. Nicht zu verwechseln mit dem südamerikanischen Schamanismus und nicht zu verwechseln mit dem russischen Schamanismus oder dem, weiß ich nicht, es ist ein ganz anderes Ding, ja? Okay. Und er spricht eben auch von einer aktiven Meditation und von einer passiven. Und das, dieser Garten, dieser innere Garten ist eine aktive Meditation. Und eine ganz tolle Sache, weil die kann dich auch in deinem inneren Prozess begleiten, weil du den Garten dann so gestalten kannst oder der gestaltet sich dann irgendwann von selber, so wie du letztendlich gerade bist, ja. Und das ist die spannende Sache an der Geschichte. Der Serge King hat noch ein anderes Buch herausgebracht, was ich durchgelesen habe. Das ist der Stadtschamane, auch sehr zu empfehlen, sehr kompakt. Also es ist sehr für meine Begriffe schwer zu lesen. Also was heißt schwer, weil es sehr viel Information hat. Aber ich hatte so viele Aha-Effekte bei beiden Büchern. Also ich empfehle das sehr. Man darf sich natürlich ein bisschen Zeit nehmen. Du hast ja alle Zeit der Welt. Und da in dem Buch beschreibt er auch den Garten, aber er verweist auf dieses Buch, weil hier wird es etwas, noch etwas, also hier wird, ist nur ein ganz kleiner Absatz in dem Buch und in dem wird es halt richtig beschrieben.
Und ich empfehle für den Anfang auch dieses Buch. Ich habe das auch erst gelesen und dann den Stadtschaman. Ja, das so als kleiner Buchtipp. Und jetzt kommen wir zur Übung, die total schön ist. Wie gesagt, hat die mich ein Jahr lang oder 2 Jahre begleitet. Ich bin immer wieder in meinen Seelengarten. Und wie ich anfänglich gesagt habe, das Schöne an der Übung ist, man kommt bei sich an, weil dieser Garten hat ja mit dir zu tun. Es ist ja dein innerer Garten. Und wie man damit einfach anfangen kann, wenn du Probleme hast, ja, Menschen, die gut visualisieren können, für die ist es wahrscheinlich einfacher. Man stellt sich einfach vor, ich möchte jetzt meinen inneren Garten sehen. Wenn man jetzt tatsächlich seinen inneren Garten sehen möchte, wie er jetzt ist, würde ich sagen, geht man so vor. Wenn du einfach nur deinen inneren Garten anlegen möchtest, dann kannst du auch so, dir einfach schon mal einen Garten vorstellen, wie du ihn gerne haben möchtest. Oder du machst beides. Du sagst, ich möchte jetzt meinen inneren Garten sehen. Wie sieht der jetzt aus? Und vielleicht macht es sogar direkt plupp, so macht es bei mir immer, und dann sehe ich es. Vielleicht auch nicht. Dann gehst du anders vor. Du kannst aber auch zusätzlich so vorgehen, wenn es plupp macht. Dann fängst du ganz langsam an. Dann sagst du, ich möchte jetzt meinen inneren Garten sehen und gibst dir Zeit und nimmst alles, was dir hier so vor die Augen kommt, was mit Garten zu tun hat. Und vielleicht siehst du ja was und dann guckst du erstmal hin, ob da irgendwas ist. Versuchst 3 Dinge zu sehen. Vielleicht eine Blume, ein Baum, ein Bach oder ein Vogel. Das sind sogar schon 4 Dinge. Guck einfach mal, ob du irgendwas wahrnimmst. Auch wenn es erstmal dunkel ist. Das macht nichts oder hell oder gar nichts, ja? Nimm dir ruhig Zeit dafür. Vielleicht siehst du ja nur eine einzige Blume, wo eine Biene drin ist. Das reicht erstmal schon. Dann versuchst du zu hören. Wenn du jemand bist, der eher hört, fängst du mit dem Hören an. Wenn du jemand bist, der eher sieht oder visualisiert, fängst du mit dem Sehen an. Wenn du jemand bist, der eher spürt, fängst du mit dem Spüren an oder mit dem Schmecken. Also erst, ich gehe jetzt mal mit der Reihenfolge sehen, versuch 3 Dinge zu erkennen in dem Garten. Dann versuch 3 Dinge zu hören. Das kann zum Beispiel ein Vogelgezwitscher sein, ein Bienengesumme, der fließende Bach, der da durchfließt, ja. Dann versuchst du was zu fühlen. Vielleicht fühlst du die Energie vom Garten. Vielleicht fasst du einfach mal, guckst du mal, ob du irgendwie eine Blume spürst oder eine Baumrinde oder mit den nackten Füßen auf dem Boden. Das ist am einfachsten. Die Erde spüren. Grab deine Hände in die Erde rein. Wenn du sie noch nicht siehst, egal, grab sie rein. Du musst die Dinge noch gar nicht sehen. Aber vielleicht bist du jemand, der eher spürt. Dann versuch sie einfach zu spüren. Nimm dir eine Frucht und versuch sie zu schmecken. Geh zu einer Blume und versuch sie zu riechen. Und so kannst du dich so ganz, ganz langsam an deinen Garten herannähern und irgendwann wirst du das Bild auch bekommen. Ja? Und wenn du kein Bild bekommst, dann fühlst du ihn halt erstmal. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass du ein Bild bekommst. Also das ist dann wie wenn so ein Film abläuft. Ja, und wenn du ein Bild bekommst, dann geh einfach mal durch deinen Garten durch, so wie er jetzt gerade ist. Ja, so wie er jetzt ist. Und guck dir alles genau an. Ordne noch nichts um und pflanz noch nichts an. Fühl in deinen Garten rein. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Durchgang durch meinen Garten gemacht habe, ich hoffe, man hört diese Arbeiter nicht, die hier auf der Finca sind. Die sind hier mit Maschinen unterwegs. Also es tut mir leid, wenn ihr das jetzt hört. Also geht durch euren Garten durch und nehmt mal alles wahr und guckt ihn euch mal an. Und mein Garten war ja, wie gesagt, damals relativ, ja, total vermüllt eigentlich. Also jetzt von Gestrüpp und von verwelkt war alles. Und ich glaube, ich hatte sogar einen Rosengarten, das hatte ich ganz vergessen, der total verwelkt war. Und ich bin aber durch und hab das erstmal alles wahrgenommen. Es ist wichtig, dass du es wahrnimmst, weil es ist der Garten, wie er jetzt bei dir aussieht. Und dann stellst du dir vielleicht den Garten vor, wie deine Seele ihn gerne hätte? Das ist nochmal so eine Zusatzübung, die jetzt gar nicht der Serge King schreibt. Wenn du das kannst. Und dann stell die beiden mal nebeneinander. Das ist jetzt nur mal so eine Idee. Oder wenn du gut visualisieren kannst und wenn du gut im Malen bist, dann mal dir mal den Garten auf, wie du ihn gerne hättest.
oder schreib ihn dir auf oder nimm ein Mikrofon und erzähl ihn dir. Oder geh raus mit deinem Handy und nimm einfach mal von den Geräuschen auf, wie du deinen Garten gerne hättest. Dann solltest du natürlich in die Natur gehen. Nimm Vogelstimmen auf, die du gerne hättest. Das ist dann für mich die aktive Meditation. Das ist die Meditation, die man in den Alltag einbringen kann. Das sind jetzt so Dinge, die mir selber kommen, die ich toll finde, wenn man die einfach macht, damit man sich mit seinem Garten beschäftigt, ja? Und diese Meditation ist nicht eine Meditation in sich. Der Sörche King, der nimmt es eher so als Meditation für sich. Ich würde sie als Prozess sehen, dass du erstmal reingehst und guckst, wie sieht mein Garten aus? Und dann gehst du wieder raus und lässt ihn liegen. Und ich weiß noch, als ich dann das nächste Mal reingegangen bin, war ich total überrascht. Weil plötzlich, ich weiß gar nicht, ob da verwelkte Rosen waren oder ob da gar keine waren, das weiß ich gar nicht mehr. Plötzlich war da nämlich ein blühender Rosengarten. Irgendwann mal. Also das hat einen Moment gedauert. Ich bin öfters mal in den Garten rein, es hatte sich immer was verändert. Oder ich selber habe was verändert und irgendwann stand da ein blühender Rosengarten. Ich hatte den gar nicht angepflanzt. Irgendjemand hat mir den Rosengarten da angepflanzt. Und das ist das Schöne an diesem Garten. Du kannst aktiv was einbringen. Du kannst aktiv hingehen und pflanzen und graben und tun. Du kannst aber auch einfach geschehen lassen. Und vielleicht schenkt irgendjemand dir einen Rosengarten. Vielleicht gibt es einen Gärtner, der, wenn du nicht im Garten bist, dir einen Rosengarten pflanzt. Und plötzlich ist er da. Und dieser Rosengarten, der drückt natürlich auch in dem Moment deine Emotionen aus und deine Seelensein. Und als dieser Rosengarten plötzlich da war, wusste ich, jetzt ist in mir auch ein Prozess passiert. Ja, also das meine ich so mit Prozessarbeit. Und irgendwann wirst du deinen Garten so, du kannst dir Helfer holen, du kannst zum Beispiel einen Gärtner engagieren, du kannst auch meinetwegen die Naturwesen mit einbinden, ja, die helfen ja auch gerne. Du kannst es alleine machen, du kannst Freunde einladen, vielleicht kommen auch Tiere. Bei mir kam ja ein Hund, ein weißer Hund, ja, der Vorbote vom Hugi. Vielleicht kommt ein Pferd, vielleicht kommt ein Vogel, vielleicht kommt eine Katze. Lad sie alle ein und lass geschehen und sei selber aktiv und irgendwann ist der Garten da. Und wenn der dann da ist, so wie du ihn haben möchtest, so wie deine Seele ihn haben möchtest, dann brauchst du gar nicht mehr viel machen. Ich bin dann damals immer einfach in den Garten reingegangen, um aufzutanken. Damals habe ich noch ich glaube, in einem Hochhaus was heißt Hochhaus? Ja, es war schon ein höheres Haus, am Meer gewohnt. Und ich bin immer in den Garten, wenn ich einfach auftanken wollte. Minimum einmal am Tag. Du solltest es schon einmal am Tag machen. Und das Schöne ist, du kannst den Garten mitnehmen. Und wenn du in einer Situation bist, die im Außen total Chaos ist, weiß ich nicht, du bist in der Stadt und im Bus und da streiten Menschen oder deine Kinder streiten oder du bist im Beruf, in deinem Job, in irgendeiner gestressten Situation, dann nimm dich einfach zurück. Denk an deinen Garten, geh in deinen Garten hinein. Atme zweimal durch, riech an einer Blume, hör das Vogelgezwitscher, guck dir die Schmetterlinge an, ich weiß nicht was. Geh kurz in den Bach mit den Füßen oder grab deine Füße in die warme, weiche Erde ein. Und dann gehst du wieder raus. Und dann ist die Situation vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Und das ist das Tolle an diesem Seelengarten. Du kannst ihn mitnehmen und du kannst in jeder Situation kurz reingehen. Weil jeder Mensch hat Visualisation, jeder Mensch kann sich den vorstellen, fühlen und riechen und schmecken. Der eine schmeckt mehr, der andere hört mehr, der andere sieht mehr, aber wir können das alle. Und dann bist du wieder etwas ausgeglichener und kannst die Situation, die du im Außen hast, vielleicht viel besser meistern. Und deswegen finde ich diesen Seelengarten so geil, weil er diese wundervollen Aspekte hast. Zum einen ist er prozessbegleitend. Und du kannst aktiv in deinen Prozess mit eingreifen, indem du nämlich deinen Garten aktiv gestaltest. Und wenn du ihn aktiv gestaltest, gestaltest du letztendlich auch aktiv im Innen bei dir was, ja? Was dann irgendwann im Außen gelebt werden kann. Du kannst lernen, geschehen zu lassen, weil in deinem Garten werden auch Dinge geschehen, die du nicht aktiv steuern kannst. Zum Beispiel kann es sein, dass es dir mal nicht so gut geht und dann verwelken vielleicht ein paar Blumen. Das ist aber auch okay. Ich hatte zum Beispiel auch mal Winter und dann waren keine Blätter an den Bäumen. Da war mir halt innerlich vielleicht kalt. Das ist auch okay. Und irgendwann stand zum Beispiel bei mir ein riesengroßer, uralter Baum mit einem dicken, fetten Stamm, der mich übrigens sehr an die Johannisbrotbäume, an die uralten erinnert, die jetzt hier bei mir stehen.
wo ich immer mal Videos mache, gell? Und den habe ich damals benutzt, ich bin damals, habe damals schamanische Reisen gemacht und habe den Baum benutzt, um reinzugehen, um dann in die Unterwelt zu gehen, das weiß ich noch. Ja, du kannst unheimlich viel mit dem Garten machen. Und geh aber, bau ihn erstmal an. Ich meine, der Garten, meine Haare jucken immer. Der Garten, der wächst natürlich immer weiter. Der ist nicht fertig irgendwann. Aber irgendwann ist er halt so, dass er aufgeräumt ist. Ja, dass er einfach von der Basis her so ist, wie du ihn gerne hättest. Und dann, der wächst natürlich mit dir. Und vielleicht wachsen dann irgendwann mal andere Blumen oder irgendwann ist vielleicht tatsächlich ein riesengroßer alter Baum, der dir Weisheit gibt oder Wissen, ja, oder es kommt ein Tier oder weiß ich nicht. Also er wächst natürlich mit. Aber am Anfang ist halt der Prozess, ihn einfach aufzubauen, so die Basis, ne? Das ist das Schöne an dem Garten. Ja, und bei mir war er ja dann irgendwann so, dass ich dann, ich weiß noch, ich hatte dann den Garten und habe dann so gedacht, bin ja eigentlich auch gerne am Meer. Und dann bin ich irgendwann in den Garten rein und dann habe ich Meerrauschen gehört und ich habe gedacht, huch, was ist denn jetzt passiert? Und dann, da waren da so Felsen am Rand und ich gehe zu den Felsen, gehe auf die Felsen drauf und guck runter und dann war dieser Garten direkt an so einer Felsklippe plötzlich. Und dann hatte ich meinen Garten am Meer. Ich musste natürlich ganz, wie so, da war wie so eine Felstreppe, die ging runter. Da war dann auch so ein bisschen Sandstrand. Ich musste natürlich runtergehen, um ans Meer zu gehen. Ich will auch nicht direkt am Meer, am Strand leben. Aber das war schön, dass ich dieses Meeresrauschen hatte und ich konnte das Meer sehen, wenn ich eben auf diesen Felsvorsprung gegangen bin. Weil das Meer bei sich zu haben, ist auch schön. Aber ich liebe halt auch die Natur und so hatte ich beides. Und ich hatte dann auch irgendwann ein Holzhütchen, was mir ein Schreiner gebaut hatte. Den hatte ich gar nicht bestellt. Irgendwann stand sie da, die Hütte, wie so ein Tiny Tiny House. Und ich war so glücklich. Ich habe dann da auch gelebt. Dann kam ja immer dieser weise Hund. Das ist meine Geschichte. Bei dir kann die natürlich anders aussehen. Aber ich rate jedem, der gerne das machen möchte, mal diese Übung auszuprobieren. Und mit dem Garten zu wachsen, ja, das ist ganz, ganz toll, seine Prozesse auch mit dem Garten zu erleben. Manchmal blüht er auf, da sind dann lauter Schmetterlinge, manchmal ist es Winter, da ist man vielleicht ein bisschen distanzierter und in sich gekehrt. Manchmal regnet es, manchmal ist auch mal was verblüht, weil es einem nicht gut geht. Ja, und dann kann man aber anfangen, damit zu arbeiten. Zum Beispiel die Pflanzen wieder zu pflegen, die da irgendwie vielleicht gerade die vielleicht gerade nicht so toll aussehen. Und die verblühten Pflanzen abschneiden, damit wieder neue Blüten wachsen kann. Und das ist dann auch innere Arbeit. Das ist eine innere Arbeit, die nicht konkret innere Arbeit ist, sondern an deinem Garten. Und das äußert sich dann aber auch in deiner inneren Arbeit. Verstehst du, was ich meine? Also das ist. Also dieser Garten, ich bin so fasziniert. Ich habe dieses Buch ja schon lange nicht mehr gelesen. Ich muss da mal wieder reingucken, weil da sind wirklich ganz tolle Übungen drin auch. Ja, und diese Übung wollte ich euch heute einfach noch mal näher bringen, weil ich finde es ist jetzt aber meine Meinung, dieses abgehobene, spirituelle, das kann man oft überhaupt nicht in den Alltag bringen, ja. Oft ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn man mit Engeln und aufgestiegenen Meistern zu sehr arbeitet, ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber die wissen überhaupt nicht, wie unser Alltag ist. Verstehst du? Und so ein Garten, sich seinen eigenen Garten anzulegen, das ist aktive Arbeit an sich. Und einen Garten kennt ja jeder. Jeder möchte einen Garten haben. Ich kenne niemanden, der einen Garten haben möchte. Kenne ich nicht. Gibt's nicht. Nenn mir jemanden. Ja? Und du kannst ja auch zeitgleich, wenn du die Möglichkeit hast, kannst du ja auch deinen eigenen, im Außen deinen eigenen Garten anlegen. Das ist ja das Schöne. Du kannst diese Übung für dich so gestalten, wie du möchtest. Das, was ich dir hier alles erzählt habe, das steht nicht in dem Buch. Das habe ich so für mich selber entwickelt, ja. Du kannst natürlich deine eigenen Sachen entwickeln.
Ja, und das ist das Schöne auch an diesem Schamanismus. Er sagt ja, der Sörche, dass das alles, was er hier sagt, dass du kannst mitnehmen, was du möchtest, und du kannst es dir auch umgestalten. Er lässt es offen. Da gibt es nichts Festgefahrenes. Und das ist das Schöne. Und ich rate jedem, sich mal mit, zumindest mit seinem inneren Garten auseinanderzusetzen und mal reinzufühlen. Weil das ist wirklich, wenn du dann in deinen Garten gehst, dann gehst du in dich hinein. Und dann bist du bei dir und dann bist du im Prinzip auch in der Stille, ja? Weil du bist bei dir, dann bist du, und du kriegst dann auch was wie so einen inneren Frieden. Und ich hatte dir ja gesagt, wenn im Außen Tohuwabohu ist und du in dem Moment in deinen inneren Garten gehst, dann kommst du wieder ein Stück weit an und kannst in die Ruhe gehen. Und das, ich glaube, damit können viele Menschen besser umgehen oder das besser anwenden als dieses Abstrakte, ne? Dieses ja, dann atme mal tief und dann geh mal dann mach mal deinen Kopf leer und dann meditier mal. Und das kann nicht jeder, aber ich glaube, das können viele. Und wenn du Interesse hast an dem Schamanismus also an dem Hunna, dann besorg dir mal ein Buch. Die Jean, wie heißt sie? Die Jean, die ist ja bekannt, die macht ja auch diese Tier. Also es gibt einige Autoren, die, glaube ich, ganz gute Bücher geschrieben haben zum Hunna. Ich mag halt den Sörche. Er geht auch ein bisschen, er ist ein bisschen psychologischer auch, also was ja auch menschlicher ist, nicht so abgehoben spirituell. Aber es gibt auch andere Autoren, die bestimmt auch gut sind. Aber ich empfehle wirklich, sich auch mal mit diesem Hunna auseinanderzusetzen. Und ja, das war's. Ich bin schon wieder bei 20 Minuten. Ich hoffe, ihr konntet mich gut hören wegen diesen Nebengeräuschen hier von meiner Nachbarn. Die sind ja erst ausgezogen. Zwei Apartments sind jetzt frei. Und jetzt sind die Handwerker da, weil in Spanien ist es so, dass meistens der Vermieter ja dann alles renoviert. Ne? Das ist alles anders wie in Deutschland. Egal, auf alle Fälle ist hier immer noch Tohuwabohu im Außen. Aber ich bin froh, dass meine Hunde nicht bellen, was sie ja normalerweise tun. Und der Lichteinfluss ist heute komisch. Ich bin so weiß und wieder ein bisschen verrückt. Und hier ist dunkel und hier ist hell. Okay, ich mache jetzt Schluss. Und ihr dürft gerne mal erzählen, wie es euch geht. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, mal diese Übung zu machen. Ich empfehle sie sehr. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Und wenn jemand zum Beispiel schon Hunna kennt oder auch diesen Schamanismus oder diesen inneren Garten, dann darf er gerne kommentieren. Oder wenn er Fragen hat, auch kommentieren. Ihr dürft mir schreiben. andreawirk@yahoo.es ist meine E-Mail-Adresse. Ihr dürft auf meine Webseite gehen. andreawirk.com ist meine Webseite. Da habe ich auch meine Angebote, wie Karten legen, wenn du eine Legung haben möchtest. Oder auch eine intuitive Begleitung. Oder wenn du Hilfe brauchst, um deinen Garten zu fühlen, wahrzunehmen, dann können wir das gerne auch zusammen machen. Dann kann man das gut über Skype zum Beispiel machen oder meinetwegen auch Messenger oder WhatsApp geht ja auch. Ja, da kann ich auch unterstützen, weil ich weiß, wie schwer das ist, dieses Visualisieren. Ich bin natürlich ein Mensch, ich kann das gut, ja. Aber es gibt ja Menschen, die das nicht so gut können. Und ich freue mich natürlich, wenn euch diese Übung gefallen hat, wenn ihr sie verbreitet, weil ich möchte ja auch gerne, dass Menschen, ja, ich möchte ja Menschen unterstützen, ne? Ja, danke fürs Zuschauen. Wow, der Film ist viel zu lang geworden. Danke fürs Zuschauen. Alles Liebe für euch, einen wundervollen Tag. Tschüss.